Wir sind hier mitten in der Stadt, man glaubt es kaum. Da hinten die City und hier dann schon Richtung Hafen, Oper. Und wir befinden uns hier auf einem ehemaligen Armeegelände und einer Aktiengesellschaft. 34 Hektar und es ist nicht nur ein Gelände, es ist ein eigener Staat. '71 gegründet worden aus so einer Art autonomen Kommune. Als man hier ein Armeegelände brachliegen hatte und die Hippies '71 dieses Land besetzt haben. Und eben das geduldet wurde in der damals total liberalen dänischen Gesellschaft. Ja, 71 besetzten Hippies und Studenten dieses verlassene Armeegelände. Und 73 beschloss dann auch die dänische Regierung, dieses soziale Experiment eben zu dulden zumindest. Und die Zahl der Bewohner wuchs dann relativ schnell auf mehrere tausend an. Ja, sogar eine eigene Regierung haben sie gebildet und die funktioniert tatsächlich bis heute basisdemokratisch, also damit durchaus erstaunlich. Und die regelt den Alltag, also von Instandsetzung der 70er Jahre, von halb verfallenen Häusern bis hin zur Strom- und Wasserversorgung. Müllabfuhr, ja, haben wir hier auch. Straßenreinigung, also irgendwo ist das alles ganz geordnet. Kindergarten, Bäckereien, Badehaus. Ganz toll ist natürlich ein Traum heute. Autos dürfen in Christiana nicht fahren. Dafür hat natürlich dieses fahrradverliebte Klientel auch eine echte Improvisation erfunden, muss man fast sagen. Das sogenannte dreirädrige Christiana Bike. Ein Christiana Bike sieht man heute eigentlich überall. Und wird auch nachgebaut und vor allen Dingen auch hier noch im Original hergestellt. Die haben eine Fabrik hier irgendwo in Dänemark auch. Das ist ein Transportfahrrad, das 1984 eben hier erfunden wurde. Inzwischen auch hergestellt, wie gesagt. Und ansonsten hat sie auch noch kleinere Fahrradwerkstätten. Die bauen bis heute noch Fertigteile zusammen. Ja, Probleme hat Christiana natürlich auch gehabt, durch den Handel vor allen Dingen mit härteren Sachen, also mit Drogen zum Beispiel. Die wurden aber inzwischen eingedämmt und mittlerweile darf man sogar hier wieder Haschisch kaufen, auf der sogenannten Pusher für Drogenhändler, Pusher Street, gibt es eben nach wie vor Marihuana zu kaufen. Und diese 34 Hektar inmitten der City hier sind natürlich eine Oase. Also ich befinde mich jetzt hier abseits, man soll nicht filmen, da wo die Leute wohnen, das ist ja Privatbesitz. Gäste sind geduldet, fotografieren nicht geduldet. Das sind Leute aus dieser Gegend entstanden, wie Politiker oder Juristen. Und man hat eine große Sympathie in Dänemark für dieses Christiana. Und diese 34 Hektar inmitten der City hier sind natürlich eine Oase.